Wir haben schon im 7. Jahrhundert gewusst nach Christus, dass der Islam ein Frauenbild hat, das sehr fragwürdig ist aus unserer europäischen Sicht. Das heißt, man weiß das, wenn die Leute vor allem aus archaischen Gesellschaften, aus dem islamischen Bereich kommen, dass das wahrscheinlich so ist, dass diese Leute dann Testosteron gesteuert im Schwimmbad sich nicht mehr zurückhalten können. Ich verstehe das sogar. Aber es ist nichts, was ich befürworte, und es ist nichts, wo ich sage, das müssen wir schauen, das können wir so laufen lassen. Das geht halt nicht.